Willkommen zurück zu meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei Bock auf Books. Ich bin Janine und heute möchte ich euch dieses Buch vorstellen. Bis gleich. Willkommen zurück. Adventszeit in der Valerie Lane von Manuela Inoussa. Wir sind doch alle schon um. Naja, eigentlich, ich weiß nicht, seid ihr schon im Weihnachtsfieber? In der Vorweihnachtszeit? Es ist ja jetzt erstmal Halloween, ne? Aber sagt mal, geht ihr eigentlich Halloween jetzt unterwegs mit, weiß ich, wenn ihr kleine Steppkes schon habt, dann geht ihr mit den Kindern oder sagt ihr lieber, nee, dieses Jahr ist es doch ein bisschen unsicher. Die Kinder sind ja, haben ja meistens eine Maske auf. Aber, was meint ihr? Ja, nein, vielleicht? Oh, ich bin mir unschlüssig, ehrlich gesagt. Das ist der 31., klar, der 31.10., haha. Nein, wir haben am 31.10. habe ich noch ein Fußballspiel. Okay, komme ich zur Vorweihnachtszeit. Die fängt ja bekanntlich eigentlich so um die, naja, wenn wir ehrlich sind, wir haben ja die ganzen Sachen schon in den Geschäften, ne? Deko habe ich schon irgendwann Mitte September entdeckt, Weihnachtsplätzchen ebenfalls und die ganzen Lebkuchensachen auch. Da ist es doch ganz komisch, oder? Wenn man, Aber da passt dann wahrscheinlich doch so ein Buch. Die Adventszeit oder die Vorweihnachtszeit, besser gesagt, weil Advent, weil es passt eher zur Vorweihnachtszeit. Sagen wir mal so vom, schon so ein bisschen ab Mitte November. Man kann das Buch vielleicht auch zum Nikolaus dann verschenken, wenn man weiß, dass jemand ganz dringend so ein bisschen, so ein paar Ideen noch braucht oder jetzt noch zum Geburtstag, ne? Wenn jetzt nochmal jemand im Oktober und November Geburtstag hat, dann ist das definitiv eine feine Sache, weil hier sind unfassbar viele Deko Ideen dabei. Wer bekommt selbstgemachte Geschenke und Postkarten? Habe ich jetzt hier zufällig noch die Liste entdeckt. Ich werde mir definitiv das Ganze nochmal richtig erarbeiten und mit Post-its versehen, um zu sehen, was ich alles mache. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil nicht, dass ich auf die Idee komme, schon mal alles auszufüllen und dann sieht doch der ein oder andere, was ich alles wem schenke. Das wäre kontraproduktiv für mich. Ich denke, das Buch könnte ziemlich gut helfen, wenn man ein bisschen, wenn man ja planen will, wenn man schon mal ein bisschen, wenn man einfach überlegen möchte. Und ich werde definitiv jetzt schon anfangen, so im Oktober, auch schon allein, weil ich habe eine Freundin in England und diese Freundin hat nach 3 Wochen immer noch nicht ihr Geburtstagsgeschenk bekommen und das ist schon echt heftig. Deswegen werde ich da definitiv schon mal ein bisschen vorplanen und auch Geschenke schon mal überlegen. Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt dieses Jahr, wenn man das schon mal so ein bisschen alles macht. So, gerade hat der Postbote geklingelt. Auf jeden Fall passt das ja ganz gut zu dem Thema. Tja. Es sind sehr tolle Rezepte dabei, die kann man definitiv auch ausprobieren. Und Basteltipps. Wir alle wissen gar nicht, wissen ja immer noch nicht, können es ja gar nicht wissen, ob vielleicht im Dezember nochmal ein Lockdown kommt. Das wissen wir alle nicht, ne? Ich meine, wir erinnern uns an die Zeit von März bis Mai. Und gerade dann, in dieser wenn vielleicht, wer weiß was ich, doch nochmal so etwas passieren, dann hat man hier auf jeden Fall einige Sachen, die man machen kann, um eventuell die Zeit auch ein bisschen zu überbrücken. Wenn es draußen stürmt und schneit oder regnet oder eklig einfach ist und man nicht raus will, dann gibt es hier viele, viele bunte Möglichkeiten, um schon mal Weihnachtsstimmung irgendwie zu verbreiten oder so, ne? Ich finde das Buch mega cool und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Zeit, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, eure Janine. Bye!